Unter freiem Himmel heißt die Ausstellung der Handwerkskammer Koblenz rund um das Koblenzer Schloss, bei der Kunsthandwerk und Gartengestaltung in einem einmaligen Ambiente zusammenkommen. Unter freiem Himmel befinden sich aber auch die Einsatzorte von Dachdeckern wie Marco Zeuzheim aus Koblenz. Der Handwerksmeister und seine 4 Mitarbeiter sind einem der höchsten Gebäude der Rhein-Mosel-Stadt aufs Dach gestiegen und arbeiten in 40 Meter Höhe auf dem Mercure-Hotel. Die Arbeiten hier oben auf dem Hauptdach waren so, dass die Klimageräte demontiert wurden und darunter sollte die Abdichtung auf den neuesten Stand gebracht werden. Und insofern haben wir die Arbeiten dort vorgenommen, zweilagig. Und dann kamen dementsprechend die neuen Klimageräte auf Unterlags Stahlträgern wieder oben drauf und damit war eigentlich unsere Arbeit schon so gut wie erledigt. Ja. Die Arbeit in dieser Höhe ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Was sich mit dem außergewöhnlichen Einsatzort auch verbindet, ist eine grundsätzlich erstklassige Aussicht über die Rhein-Mosel-Metropole. Doch dafür haben die Dachdecker um Marco Zeuzheim kaum einen Blick übrig, denn hier geht es um die zügige und ordentliche Abwicklung eines Auftrages. Konzentriert wird das Flachdach erneuert, wobei Schwindelfreiheit Voraussetzung ist für Dachdeckerarbeiten. Ist diese wichtige Eigenschaft angeboren oder Ergebnis eines Lernprozesses? Als junger Kerl bin ich meinem Vater schon hinterher gekrapselt, aufs Dach hinaus. In der Rinne stand ich auch plötzlich hinter ihm. Ganz unerwartet und ich sag mal, man übt sich in die Sache rein. Also man ist nicht wirklich von Anfang an 100% schwindelfrei. Man braucht die Grundlage, ja, aber alles andere kommt mit der Zeit. Irgendwann hat man den Punkt erreicht, wo man sagt, dass die Höhe macht eigentlich mehr aus. Also von der Tiefe her, der Mensch kann das nicht mehr realisieren, ob es 50, 500 oder 200 Meter sind. Tiefe ist Tiefe, ja. Seit 125 Jahren besteht der Familienbetrieb Zeuzheim bereits und Marco setzt das handwerkliche Dachdeckervermächtnis in der 5. Generation fort. Die Auftragslage ist gut und auch beim fachlichen Nachwuchs sieht es gut aus, denn ab Herbst wird ein Lehrling ausgebildet, der dann auch die Baustellen unter freiem Himmel erleben wird. Nur wenige Meter vom Mercure-Hotel und den Zeuzheimern auf dem Dach entfernt liegt das Koblenzer Schloss mit seinen schönen Gärten. Hier eröffnet am 4. Juli die Ausstellung Unter freiem Himmel, die Spitzenobjekte kunsthandwerklichen Schaffens aus Keramik, Metall, Holz, Stein oder Glas zeigt. Aussteller aus der Region und darüber hinaus bringen ihre Objekte nach Koblenz, darunter Susanne Börner aus Ransbach-Baumbach. Sie ist vor Jahren über die Ehe mit Peter Letschert in einen der ältesten Handwerksbetriebe in Rheinland-Pfalz gekommen und hat die keramischen Arbeiten an traditioneller Stätte in Ransbach-Baumbach wieder aufleben lassen. Anders in Gestaltung und Form, aber immer noch mit Ton und in reiner Handarbeit hergestellt. Vor 414 Jahren legte die Familie Letschert hier mit keramischen Arbeiten den Grundstein für den Familienbetrieb, den es bis zum heutigen Tag gibt. Jetzt setzt Susanne Börner zusammen mit 16 Mitarbeiterinnen diese Tradition erfolgreich fort. Die keramischen Arbeiten gehen zu Kunden rund um den Globus. Ihre Arbeiten und die den Keramiken verbundenen Grundaussagen beschreibt Susanne Börner so. In erster Linie werden emotional positive Sachen gemacht. Also alles, wir machen überhaupt nichts mit einem negativen Hintergrund. Wir nehmen schon mal diverse Menschen auf die Schippe. Ja, das machen wir. Gerne sogar, aber immer mit einem Lachen im Auge und immer halt positiv. Positiv sieht die Westerwälderin, die vor Jahren aus Norddeutschland emigrierte, die Möglichkeiten, die sich über Messen oder Ausstellungen ergeben. An 12 Messen jährlich nimmt der Betrieb teil, wie auch an den HWK-Veranstaltungen Unter freiem Himmel oder an der Winterausstellung. In den Koblenzer Schlossgarten treibt Susanne Börner eine ihrer Schafherden. Da haben wir einmal die Schafherde, die wilde Luzi, also das ist das Schäfchen und der Widder Hannibal und der kleine Kerl, der heißt dann der starke Igor. Also das ist, man muss sich schon genau angucken, dann weiß man auch genau, warum sie diesen Namen haben, unter anderem. Und dann bringen wir halt die Lena und den Linus mit. Das sind halt große menschliche Figuren, die halt auch eine nette Geschichte haben, also immer pärchenweise sich was zu sagen haben.
Vom 4. Juli bis Ende August wird unter freiem Himmel im Schlossgarten seine Besucher begeistern. Dann wird ein ohnehin traumhaftes Ensemble noch ein bisschen schöner. Dank Kunsthandwerk und der HWK-Ausstellung unter freiem Himmel.